Guten Abend zur Westart. Wenn das Chromosom 21 in jeder Zelle des Menschen dreifach vorhanden ist, statt wie üblich zweifach, dann hat das Kind Trisomie 21, das Down-Syndrom. Gab es schon immer, etwa alle 3 Minuten, habe ich gelesen, wird auf der Welt ein Kind mit dem Down-Syndrom geboren. Oft hört man den Satz, da haben es die Eltern aber auch nicht leicht. Wird stimmen. Wer es aber bestimmt nicht leicht hat, sind die Kinder selbst, weil ein unbefangener Umgang mit ihnen im Alltag alles andere als selbstverständlich ist. Vielleicht können die Fotos von Jenny Kleestiel das ein bisschen ändern. Ich habe mit Glück Kind keine Behinderung im März angefangen, zum Welt-Down-Syndrom-Tag, also am 21. März. Und das war einfach eine spontane Idee, das mal als Aktion zu machen. Und da habe ich mir noch überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, welches Ausmaß das Ganze annimmt. Eine Fotografin überrascht von der eigenen Idee. Das ist Jenny Kleestiel. Erst seit 8 Monaten fotografiert die 37-jährige Kölnerin Menschen mit Down-Syndrom. Der Erfolg? Riesig. Täglich kommen Anfragen von Familien aus ganz Deutschland. 120 von ihnen hat sie bislang abgelichtet. Ich hatte vorher schon keine Berührungsängste, egal mit welcher Behinderung, wobei ich den Begriff so furchtbar finde. Also ich finde, dass das eher Menschen mit Sonderausstattung sind als, was ist denn Behinderung? Auch Schauspielerin Carina Kühne kennt keine Berührungsängste, trotz Down-Syndrom. Sie traut sich zum ersten Mal vor die Kamera von Jenny Kleestiel. Die 30-jährige Berlinerin gibt den Vollprofi und lebt sich beim Shooting voll und ganz aus. Eigentlich zeige ich mich eigentlich ganz normal, also wie ich eigentlich bin. Ich habe zwar das Down-Syndrom, aber stört mich nicht. Also ich lebe mit dem Down-Syndrom und eigentlich für mich was ganz Normales. Jenny Kleestiel ist immer wieder beeindruckt von der Natürlichkeit ihrer außergewöhnlichen Modelle. Dabei hat es ihr Carina Kühne ganz besonders angetan. Weil sie so ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben führt und als Schauspielerin arbeitet, das hatte ich bisher auch noch nicht. Im Film Be My Baby von Christina Schiewe hatte Carina Kühne vergangenes Jahr ihre erste große Hauptrolle. Sie spielt eine junge Erwachsene, die unbedingt heiraten und ein Baby haben möchte. Nicole, mit wem sind Sie denn zusammen? Mit dem Hermann. Und was mit dem Manni? Mit dem habe ich Schluss gemacht. Das habe ich aber anders gehört. Möchten Sie etwa auch, dass der Hermann mit anderen küsst? Nein. Aber Sie machen es schon. Die Nicole, die macht einfach, was ihr Spaß macht. Ihr Auftreten vor der Kamera nutzt Carina Kühne vor allem gesellschaftlich. Die Schauspielerin engagiert sich für mehr Akzeptanz und Inklusion der Menschen mit Down-Syndrom. Dafür musste auch sie in ihrem Leben kämpfen. Ich meine, sie werden immer abgelehnt und das finde ich irgendwie traurig, weil ich meine, das sind ja auch nur Menschen. Es wird ja oft immer gesagt, dass Down-Syndrom eine Krankheit ist, aber ist es eigentlich ja gar nicht. Man leidet nicht darunter, sondern man leidet nur unter der Ablehnung der Mitmenschen als unter der Chromosomenanomalie. Schon seit 15 Jahren ist Jenny Kleestiel Fotografin. Doch so stark wie die Menschen mit Down-Syndrom hat sie kaum einer in ihrem Berufsleben geprägt. Immer wieder aufs Neue wird sie überrascht. Das Besondere an den Shootings ist das Spontane. Also, dass man wirklich den Moment nur so mitnehmen kann, wie er sich bietet. Also, ich fotografiere die Menschen, egal ob sie ganz klein sind oder 47, fotografiere ich genauso, wie sie sind. Also, die können auch machen, was sie wollen. Die Shootings für Menschen mit Down-Syndrom macht die Kölner Fotografin ehrenamtlich. Nachdem sich die Anfragen in den letzten Monaten immer mehr häuften, beschloss sie, ihre Arbeiten deutschlandweit auszustellen. Die Resonanz ist überwältigend. Eins der schönsten Feedbacks war eine Frau, die auf mich zugekommen ist, bei der Ausstellungseröffnung, die gesagt hat, sie haben ein Kind mit Down-Syndrom bekommen und sind in ein ganz tiefes Loch gefallen. Und als sie die Bilder gesehen haben, dass sie dann das Gefühl bekommen haben, oh, alles wird gut. Und diese Erfahrung ist für die Künstlerin der Beweis, dass Glück tatsächlich keine Behinderung kennt. Dass das einfach scheißegal ist. Also ob jetzt jemand das Down-Syndrom hat oder 300 Sommersprossen im Gesicht oder mit grünen Haaren rumrennt oder im Rollstuhl sitzt oder so, sondern dass das halt einfach die Gesellschaft ist, bunt und vielfältig.
Jenny Klestil stellt Öffentlichkeit her, rückt die Menschen mit Down-Syndrom in den Fokus der Gesellschaft. Glück kennt keine Behinderung, erscheint im Dezember auch als Fotobuch.